Willkommen bei Einfach Backen mit Elina und Regina. Was gibt's heute? Ich habe Lust auf Zitronenkuchen. Sehr gut, der ist nämlich überhaupt nicht sauer, sondern schön erfrischend. Dafür brauchen wir Butter, Zucker, Zitronen, Eier, Mehl, Backpulver, Zitronenabrieb und Puderzucker. Zuerst rühren wir jetzt Butter, Zucker und Zitronensaft schaumig. So, jetzt kommen nur noch Mehl, Backpulver und Zitronenabrieb dazu. Der Teig ist fertig und kann jetzt schon in die Kastenform gefüllt werden. Und dann kommt der so für 60 Minuten bei 180 Grad in den Ofen. So, der Kuchen ist jetzt noch lauwarm und wir machen schon mal die Glasur und stechen den Kuchen mit einer Gabel ein, weil dann kann die Glasur nämlich in den Kuchen ziehen und das macht ihn nur noch saftiger. Falls ihr den Kuchen mal nachbacken möchtet, findet ihr das Rezept unter unserem Video. Und schreibt gerne in die Kommentare, wie es euch geschmeckt hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.